Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen hier bei 4Story. Ich nehme es jetzt ziemlich knapp auf, denn heute ist die letzte Folge, die Folge 219, hochgekommen, während ich aufnehme, und mal schauen, ob ich das bis morgen schaffe. Es könnte sein, dass es sich ein wenig verschiebt, aber das macht nichts. Wir lesen jetzt hier erstmal die Nachrichten. Oh, Titel G4... Hey Mann, willst du mal mit mir spielen? Ich level dich auch. Natürlich gerne. Hab ich dir auch von uns geschrieben, noch bei Facebook schnell eine Nachricht geschickt. Weil wir haben ja schon mal ein bisschen zusammen geschrieben. Ich werde dich auch gleich anschreiben. Ich werde bloß mal kurz die Nachrichten lesen. Beziehungsweise gut, du siehst das ja jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich habe mir jetzt vorgenommen, öfters mal, weil es kam natürlich schon Anfragen immer mal da und dort, und habe da immer gesagt, meine Meinung war dazu, nee, wir machen das dann erst, wenn wir ein Special machen. Und davon will ich jetzt abkommen und will dann halt wirklich sagen, wir machen das auch im Let's Play, beziehungsweise sagt mir vorher, ob ihr das gerne im Let's Play haben wollt. Nee, wir machen das immer im Let's Play, anders geht's ja gar nicht, weil sonst fehlen euch ja ein paar Folgen, wie wir hier leveln. Und so weiter. Gut, was haben wir hier? Zwischenhandel hat nicht stattgefunden, die Fiolen. Schade eigentlich. Auch die Halskette nicht? Na, den auch nicht. Ist ja doof. Rumaparks Kristall, da meinte irgendjemand, da ist nur ein paar Silber wert. Okay, na gut. Was, der kleine Vergessenheitsdrang? Die Kräuter? Oh, was haben wir hier noch? Nochmal Kräuter? Schade eigentlich. Mithril, erfolgreich verkauft. 40 Silber. Na, das ist doch schon mal was. Hier haben wir 16 Silber. 56 Silber. 186 ölgetränkter Stoff. Unbekanntes Färbemittel. Na, wird doch langsam. Ölgetränkter. Unbekanntes Färbemittel. Und nochmal unbekanntes Färbemittel. Na, das sieht doch ganz gut aus. So, was haben wir denn jetzt Schönes im Inventar? Ein starker Mana-Trank. Aber jetzt muss ich mal gucken, warum liegt hier mein Inventar so komisch aneinander? Ich hatte das doch hier so geordnet, und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Auflösung eine andere ist. Wartet mal, ich mach mal kurz einen Cut und bin dann gleich wieder da und guck mir das an. Und los. Also die Auflösung, die ist die gleiche. Komisch. So, jetzt gehe ich erstmal zur Item-Auktion. Moment, halt, System, im Spiel war das. Und zwar Flüstern wird nicht ignoriert, zur Item-Auktion, und dann stelle ich das erstmal ein. Und jetzt muss ich erstmal gucken, Kianos Auftrag, beziehungsweise ich kann doch hier dann den Sattel benutzen. Und dann meinte noch einer, ich sollte die Tränke mal benutzen, anstatt sie immer einzustellen. Jetzt zum Beispiel auch für einen Bronze. Gut, das wäre jetzt sehr pingelig, aber die Verwandlungstränke finde ich absolut finde ich sinnlos, da in irgendeinen Geist zu verwandeln, also sowas. Deswegen habe ich gesagt, ein Bronze ist okay für die. Und dann, du weißt ja, dass ich nicht in die, wenn es nicht unbedingt sein muss, gehe ich nicht in die ins Doku rein. Ich glaube, das müsstest du inzwischen wissen, weil du sagst, verwende das doch in der Doku und so weiter. So, na gut, auf jeden Fall, siehst du, kann man hier mal gucken. Und zwar ist das, was du mir aber gegeben hast, ein bisschen schlechter. Aber das könnte man ja dann, Mr. Music 1, Gilde? Nee, jetzt noch nicht.
So, dann gehen wir den mal wieder für einen Bronze. Auch wenn du dich da wieder ein bisschen aufregen wirst, denke ich mal. Vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht, keine Ahnung. So, auf jeden Fall probiere ich heute mal eine neue Aufnahmetechnik zwecks Ton und so weiter aus, denn klar wurde wieder drunter geschrieben, sehe ich total nach, bin ich auch nicht böse deswegen oder sowas. Ruma Parks Kristall, da meinte doch auch, dass ich den irgendwie viel zu teuer verkauft hatte. Probiere ich den mal mit 10 Silber und guck mal, was sagen die denn hier. Sonst nehme ich den nochmal raus. 10 Silber, 20 Silber, na, da bin ich ja mit meinen 10 Silber ganz gut. Das, also ihr beschwert euch zu Recht, ist klar. Das liegt auch nicht daran, dass ich den Sound nicht leiser gestellt bekomme oder so. Es liegt an For Story selber, dass die halt die Geräusche manchmal sehr unterschiedlich laut ist. Und ich habe das, wenn ich nur das so mache, dass die anderen Geräusche so laut sind, wie halt das sonst normal immer, wenn ich spiele, dann hört man die anderen Geräusche nicht mehr. Also das ist nicht so ganz günstig. So, und dann hatte mich noch einer daran erinnert, in den Kommentaren. Vorher hatte das doch hier alles hingepasst. Ja, passt jetzt auch hin. Als ich den Umhang verbessert habe, habe ich gesagt, ja, ich habe ja keine Tinkturen, keine Glückstränke und so. Habe ich hier ja alles. Also dann, auf zum Umhang verbessern, sage ich mal. So, dann Ausrüstung verstärken. Dann benutze ich erstmal die normalen. Sind hier wieder viele Händler. Manometer. So, und zwar halt erst. Jetzt muss ich erstmal Glücks. Ach, ja, stimmt. Während ich reite, kann ich das ja nicht benutzen. Hab ich ganz vergessen. Tinktur des Fortbestandes und den Glückstrank nehmen wir mal. Und jetzt. Jetzt werde ich mal den Umhang. Und zwar erstmal. Erstmal nehmen wir hier die Verbesserungsformel, benutze ich die alle. Hauptwerte des Gegenstands. Verstehe ich es zwar nicht so wirklich. Hauptwerte des Gegenstandes? Naja, egal. Der ist schon 9 und 9, aber ein Glückstrank ist uns gerade verloren gegangen. Schade. Naja. Ah, wir haben gerade eine Nachricht erhalten. Gut, aber ich verbessere die erstmal. Das ist bestimmt der G4. Da ich ihm eben geschrieben hat, dass ich auch gleich online bin. Oh! Ja, wir haben eine Menge Nachrichten auf Facebook. Verbesserung ist gescheitert. Hä? Ich hatte doch, Glückstränke. Und die Tinktur des Fortbestandes. Na gut, wir probieren mal jetzt eine Formel des Meisters aus. Juhu, und auf welcher Stufe ist er? 11 und 11. Na, das ist doch gut. Und Glückstrank wurde verbraucht. Dann probiere ich nochmal eine Formel des Meisters aus und dann sind die Glückstränke auch schon alle. Auf welcher Stufe ist er denn schon? Auf Stufe plus 7. Ich könnte zwar noch eine Tinktur des Fortbestandes benutzen. Schade.
Na gut, okay. Glückstränke sind alle 7. Na, haben wir doch schon ein bisschen was. Bisschen was erreicht, ne? So, Inventar. Den legen wir mal wieder an. Der starke Mana-Trank, den kann ich irgendwann mal benutzen. Zwischenhandel war erfolgreich. Schön. Mana-Fiole erkauft. 53 Silber. So, und jetzt gucken wir mal, was hier alles Schönes gekauft und verkauft wird. Nee. Oh Mann, so viel habe ich ja überhaupt. Ach so, wieder falsch. Wieder mal falsche Tasse. Weltenwasser, Quest Buch der Handwerkskünste. Was, wofür ist denn das? Garantiert den Erfolg des nächsten Veredelungsvorganges. Ah, großer Rucksack, aber da geht ja... Huch, was war das jetzt? Da geht ja irgendwann weg. Feuerstab. Was hab ich denn eigentlich? Aber ich hab ja... Stäbe hab ich ja eigentlich. Ich brauch ja... Ach nee, hier hatte ich ja gerade geguckt. Stoffhose, der flammenleichtes Hemd. Kettenhemd. Ich brauch ja Handschuhe. Glückstrank für 600 Silber. Warum geht denn das weg? Kaufe ich mir einen Glückstrank? Ich kaufe mir einen Glückstrank. Ach, und jetzt, Tinktur des Fortbestandes. Oh! Der haut sehr billig raus, die Glückstränke. Zwischenhandel, Verwandlungstrank. Gut, jetzt haben sie ihn gekauft. Nochmal Verwandlungstrank. Trank. Jetzt sage ich schon Prank. Warum habe ich das dann nicht gelöscht? Ich bin doch ein Dämlack. So, Tinktur des Fortbestandes. 72. Da haben wir noch einen. Da kaufe ich mal 4. Ne, wie viel hat... Nein. Und zwar, wir haben 5 Formeln. Also kaufe ich mal 5 Tinkturen. Und ich kaufe mal 5 Glückstränke. Habe ich jetzt eingekauft und ich habe jetzt... Ach, Menno. Glückstrank. Hallo. Ach so, hier muss ich jetzt... Und da kaufen wir jetzt... 4. Nicht jeder kann ein Schmied werden. So, und dann Ganze nochmal veredeln, verstärken. Jetzt den Charakter erstmal, den Umhang. Und dann... Dann probieren wir mal, was jetzt... Ob es funktioniert. Glückwunsch, es war erfolgreich. Yippie! Na, jetzt geht's vermutlich bestimmt daneben. Naja, auf jeden Fall. Wir kriegen unserem Umhang ein paar Sachen nach oben und irgendwann kriegt man auch noch Runen der Bündelung, denke ich mal. Hoffe ich. Und also richtig gute Runen der Bündelung. Und schade. Nicht geklappt, aber es hat ihn
durch die Tinktur des Fortbestandes haut's hin. Gut, dann noch einmal probieren. Komm. Zieh den Balken. Glückwunsch, es war erfolgreich. Yippie. 14, 14, ja, ich weiß, das ist ein Flüstern. Und...